Oh, wir haben schon wieder was live. Ja, ich bin schon wieder dabei. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Clasher und Clasherin. Und wer mich jetzt gerade so sieht, hier auch in dem Outfit hier, ich weiß, ein weißes T-Shirt hatte ich gestern auch schon, aber ich habe immerhin das Hemd gewechselt, das T-Shirt auch. Aber ich habe, wer mich jetzt gerade so sieht, der weiß, dass ich jetzt gerade aus dem Livestream komme. Also wir haben mal wieder heute Abend, also am Mittwochabend, 2 Stunden ganz, ganz nett auf Twitch gestreamt und ich habe es zumindest eingehalten, denn ich wusste gar nicht, oder beziehungsweise ich wusste heute schon, dass ich das mache. Nur ob es auch wirklich was wird, das weiß ich manchmal ja nicht. Es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen, sei es ein Bereitschaftsalarm oder irgendwas passiert in der Familie oder was auch immer. Aber es hat alles wieder super funktioniert hier. Also so ein bisschen muss man natürlich auch sein Zeitmanagement im Blick haben. Und ich hoffe, das hat der Arnos ja auch, der Jan. Mal sehen, wie das hier reingeht. So, die Mitte ist ja ein bisschen dünn bestückt jetzt gerade mit Queen und 3 Bowle. Aber die Golems da, oder der eine Golem ist zumindest ganz, ganz gut beschäftigt hier. Und der Kollege hatte der jetzt X-Bogen. Ich glaube, der Kollege hatte keine X-Bogen. Aber warum bin ich heute eigentlich hier? Also, die Folge heißt der Nachbrenner. Der Nachbrenner ist eigentlich, ich wollte nach dem Stream noch aufnehmen, um euch noch ein paar Fights aus diesem Clan hier zu zeigen. Das hätte ich sowieso gemacht. Also das ist jetzt nicht Zufall oder so. Auch das ist so ein bisschen von mir geplant gewesen, dass ich mal wieder was von den Disables hier bringe. Und ja, umso besser, wenn wir hier was live drin haben. Keine Frage, egal wie es ausgeht, das weiß ich. Das weiß ich dann natürlich leider vorher nicht. Und deswegen glaube ich aber, dass ich euch noch 2, 3 gute Fights zeigen kann, die nämlich jetzt leider nach dem Stream waren. Eigentlich ärgert es mich dann immer. Ich gucke dann ja einfach ein bisschen weiter, weil ich ja gerade in dem Clan bin. Und dann kommen hier die Kämpfe und sie waren dann leider nicht mehr mit dem Stream drin. Ist ein bisschen schade, dass wir da nicht noch live was drin hatten. Aber ich glaube, wir haben reichlich gesehen. Und es hat mich wieder gefreut. Es war eine kleine, aber feine Zuschauerschaft. Also ich habe die Clash of Clans Fahne mit, ich glaube, maximal 25 Zuschauern oder so auf Twitch heute Abend mal wieder so hochgehalten. Und ich finde das absolut in Ordnung. Und es gibt so wenig Twitch-Streamer im deutschsprachigen Bereich, die das Game überhaupt noch dann, wenn dann im Livestream auch noch live bringen. Und ich freue mich einfach, dass ich auf jeden Fall dazugehören kann. Ich hoffe, dass das jetzt noch 3 Sterne hier werden. Mal sehen. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Eieiei. Die beiden Golems hier, die machen aber auch wirklich nichts anderes gerade, ne? Als gegen die Mauer zu ballern hier. Und ich glaube, das wird leider nichts. Okay, Zeit ist um. Knappe Sache hier. 97%. Alter. Und so ein paar Angriffe habe ich in jedem Fall noch für euch. Also wie gesagt, es war ganz bewusst jetzt gewählt. Nicht nach dem Stream, sondern ich wollte eigentlich noch vor dem Stream aufgenommen haben. Allerdings war ich doch ein Stündchen zu spät zu Hause dafür. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, erst den Stream und dann die Aufnahme, sodass ihr wenigstens am Donnerstag noch ein bisschen was zu sehen bekommt, beziehungsweise das eigentlich zu sehen bekommt, was ich hier geplant habe. Und das wäre aus diesem Clan gewesen, denn wir sind hier nicht zu schlagen. Also die Truppe hier nach wie vor hier um Jan, um Kamel, um Donnerbengel und wie sie alle heißen, Danger, die schon so lange dabei sind hier, ist nicht zu toppen. Das hört sich jetzt ein bisschen eingebildet an oder so, aber es ist einfach so. Und wir machen da jetzt auch kein Hehl raus oder so, so nach dem Motto, wir müssen hier immer gewinnen. Vielleicht ist es auch nur so, dass wir darauf warten, dass uns mal jemand schlägt hier. Dass uns mal wieder jemand schlägt. Wir haben schon wieder eine 21er Serie hier. Ist phänomenal, muss ich sagen. Es liegen ja immer so ein paar Tage nicht Clanspiele dazwischen, sondern CWL-Liga dazwischen, wo wir jetzt mit Masse im Clan Disable 2 waren und dort gespielt haben. Kommen dann erst wieder hier rein und in der Zeit finden hier natürlich keine CK statt, sondern natürlich auch Liga. Demnächst findet hier womöglich, das wissen wir noch nicht genau, eine 30er Liga statt, denn, oder eine Liga mit 30 Leuten, denn wir sind hier in, ich glaube, wir sind hier im Meister 3 und ich glaube, da können noch relativ viele Neuner von uns mitspielen in den unteren Rängen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auf ähnliche Clans treffen, also mit 11er, 10er, 9er, 8er, keine Ahnung. Und ja, 8er weiß ich nicht, aber ich denke mal, die Range geht auf jeden Fall bis 9er runter. Und da freue ich mich natürlich schon drauf. Das wären richtig dicke Dinger hier. Im anderen Clan wird es sicherlich, es wird den einen oder anderen geben, der sagt, nee, ich spiele lieber bei Disable 2. Denn da haben wir in der letzten Liga alle Kriege gewonnen auch, sind auch wieder aufgestiegen und werden uns da auch noch, denke ich mal, da doch noch eine Saison, beziehungsweise ja, eine Liga halten.
Oh, Dani hat hier schon zweimal zugeschlagen, okay. Ah, bei der 19. Wer meinen Stream gesehen hat, also auf Twitch könnt ihr euch die Streams von mir auch 30 Tage, glaube ich, im Nachgang anschauen. Danach werden sie halt Stück für Stück gelöscht, die altern also raus. Ich glaube, als Partner bleiben die 90 Tage drin, die Clips. Man kann auch so kleine Mini-Clips erstellen. Ich habe das ja auch jetzt erst so ein bisschen gesehen. Vieles muss ich da auch noch lernen, dass man so Mini-Clips erstellen kann von so netten Szenen oder so. Das kann man auch als Zuschauer machen, also irgendwas Witziges oder irgendwas Blödes, was passiert ist, was weiß ich. Bier kippt um oder Toto frisst das Mikro oder labert nur Scheiße, keine Ahnung. Finde ich ganz, ganz witzig. Und die hatte ich mir nämlich ausgeguckt hier und ich habe mir eigentlich genau das gedacht, was der Dani hier jetzt gerade macht. Schöner Queenwalk hier. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ärgert mich, dass er es jetzt macht oder gemacht hat. Mit Mauerbrechern geht es jetzt rein. Der King funnelt hier jetzt einfach mal weiter. Ist auch gut so, der zieht einfach das Feuer auf sich, sodass die Queen hier schon mal in der Base hier bleibt. Und die Clanburg, die war ja schon weg, die Clanburg. Ja, die konnte man hier natürlich super locken. Also genau das ist genau der Angriff, so wie ich ihn erzählt habe, so wie ich ihn geplant habe, macht er das. Entweder hat er mir zugehört im Stream, keine Ahnung. Denn ich habe es genauso erklärt, Queenwalk, das weg, Queen weg, Feger weg, X-Bogen weg und dann geht es hier mit Luft durch diese Base durch, also dann mit einem Laloon-Part noch und Alter, das geht, okay, jetzt läuft hier ein bisschen die Zeit weg, 1,27 mal sehen, aber es ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel da, obwohl die beiden Luftabwehren, muss ich sagen, die ballern jetzt natürlich jeweils auf einen Hund und er hat aber einen Lava-Hund in der Clanburg. Ich habe heute mal Max Loons, also vielen lieben Dank für die tollen Tipps unter dem Video von gestern. Da hat nämlich jemand geschrieben, ja, Toto, nimm mal vielleicht 6 Max Loons mit anstelle des Max Hundes. Dann platzt der vielleicht auch etwas eher. Und die Loons sind natürlich auch für Level 8 nochmal richtig stark. Probiere ich aus, habe ich glaube ich auch drunter geschrieben als Kommentar. Danke dafür, das werde ich testen. Keine Frage, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass man das ja auch so machen kann. Aber hat er schön gemacht hier, Dani. Ich spule mal ein bisschen vor. Und er hat auch das Pech, dass hier kein Hund platzt. Oder platzt er noch? Nee, der hat noch ein bisschen zu viel Leben. Aber das Killsquad ist auch mal wirklich, wirklich, wirklich weit gekommen hier. Also coole Sache. Schade auch, dass ich die nicht live drin hatte. Hätte mich wirklich gefreut, auch für die Leute hier. Denn die sind super, super nett hier. Ihr wisst das, als wir unseren Clan verloren haben, die Solidarität ist hier so richtig dicke. Und deswegen freut es mich auch, dass ich nach wie vor hier bin. Einen Angriff habe ich aber, glaube ich, noch aus dem oberen Bereich. Auch hier hat schon jemand angegriffen. Der Dropsy ist ja noch nicht gelutscht, aber der Jan hat den Gegner hier gemacht. Also 11 auf Rathaus 11. Und Jan ist ein Max Rathaus 11. Ich weiß gar nicht, ob irgendwann mal jemand auf 12 geht. Wir haben nach wie vor hier nur ein, zwei Zwölfer, die auch nur in der Liga mitspielen, aber hier jetzt auch in den Clankriegen. Wir spielen hier fast die ganze Zeit mittlerweile 25 bis 30er Clankriege und kriegen hier natürlich auch viele Punkte. Ihr seht das, wir sind auch Level 16 und sind auf einem harten Weg, auch Level 17 natürlich zu werden. Ich hoffe, mit einer anhaltenden Siegesserie hier, also hier hinten schon mal das Rathaus weggefunnelt, nehme ich einfach schon mal 14% und einen Stern. Jetzt geht es hier rein, um so ein bisschen rumzufunneln, beziehungsweise den Drachen hier jetzt gleich ein ordentliches Passing zu verschaffen. Also so ein bisschen muss hier hinten am Compartment noch raus, da ist natürlich jetzt doof der Gegnerdrache und die Queen ist schon weg, aber die Drachen, die nächsten können jetzt erstmal hier hinten nicht mehr raus. Das ist natürlich optimal und so ein Drachen dann in der Clanburg, ach, er kommt von der anderen Seite. Er kommt einfach mal von der anderen Seite, okay. Vielleicht, obwohl, egal von welcher Seite er gekommen wäre, er hätte trotzdem immer gegen einen Feger gemusst. Ihr wisst mittlerweile, was ich von Fegern halte. Aber hier kommt jetzt der Batspell und der ist immer noch gut. Ihr seht das hier. Selbst gegen Multi-Infernos. Luftabwehr rausgenommen. Den Multi-Inferno gefriest hier zum richtigen Zeitpunkt. Dann außen noch ein paar Gebäude rausgenommen. X-Bogen rausgenommen. Und schaffen die den Inferno auch noch, obwohl es ein Multi ist? Schaffen die das? Jo, die packen das. Ah, fast. Aber da waren Drachen noch mit dran. Also echt krass. Die gehen immer noch gut. Die Bats hier gehen immer noch wirklich, wirklich gut. Merke ich auch an meinem 11er, 12er, dass die nett sind. Obwohl ich sie bei meinem 11er, muss ich sie im Moment noch mit dem Machttrank hochballern. Aber bei dem 12er auch, um sichere 2 Sterne zu holen. Wenn es denn passt, du kriegst einen Adler raus, kriegst vielleicht noch ein Inferno raus und einen Bogenschützenturm, Magierturm mit einem Fries oder so. Ich habe hier schon viele Kombis gesehen hier. Das ist, diese Truppen hier werden ja jetzt schon etwas, was heißt etwa, habt ihr...
ich muss das gerade ein bisschen näher machen, da ist noch eine Fledermaus zwischen. Seht ihr die? Kann man die wohl sehen? Ja, ne? Die kann man, glaube ich, warte mal. Die kann man, glaube ich, sehen. Da ist sie. Da geht sie vorweg. Richtig krasses Ding. Und ihr seht das hier. Auch das habe ich im Livestream heute Abend auf Twitch gesagt. Ein Eisgummel ist nett, aber irgendwann steht er da nur rum, wenn er nicht aufgeht. Und dann macht er irgendwie gar nichts mehr. Also schönes Teil hier. Auch von Jan. Wir führen 13-3. Ich werde jetzt gleich meinen Angriff auch machen. Muss mir allerdings jetzt leider eine andere Base raussuchen. Sollte auch nur eine kurze Folge sein. Denn zeitlich bin ich natürlich ein bisschen eng, wenn es gerade nach dem Stream zum Aufnehmen geht. Aber vielleicht werden wir nächstes Mal etwas mehr Zuschauer. Ich habe jetzt auch nicht in den Community-Tab reingeschrieben. Leute, ich streame auf Twitch TV. Viele bringen ja immer ein Video auf YouTube, so nach dem Motto, ich streame gleich auf Twitch oder um 20 Uhr auf Twitch. Bitte alle kommen, die Lust haben. Das mache ich dann an der Stelle auch nicht. Vielleicht sollte ich das doch machen, weiß ich nicht. Ihr könnt mir das gerne unten reinpinnen, ob das der richtigere Weg ist oder aber ihr das einfach wisst, dass ich mittlerweile auch 2-3 Mal in der Woche streame. Ich werde so ein bisschen mal meinen Planer dort stellen. Auf Twitch sieht man auf meinem Kanal, wie die nächsten Livestreams geplant sind. Also da läuft so ein Timer ab, wann der nächste denn ist. Da läuft der ständige Timer für den Samstag ab. Also wenn samstags der Stream immer vorbei ist, dann läuft immer der Timer 6 Tage und ein paar Stunden bis zum nächsten Stream. Und ich hoffe, ich sehe euch auch mal im Stream. Keine Ahnung, in der Woche auf YouTube ist mir einfach ein bisschen zu anstrengend, was das angeht. Auf Twitch erkläre ich das immer ganz gerne. Da sind wir ja auch eine Zuschauerschaft, die ich noch kontrollieren kann. Das ist dann vielleicht auf YouTube immer ein bisschen anders. Da wird auch ein bisschen anders gechattet und ein bisschen anders agiert. Die Zuschauer erfreuen mich natürlich auch immer auf YouTube. Also samstags die YouTube-Streams sind super bei mir. Ist immer mega. Ich freue mich immer total. Aber so ein bisschen in der Woche muss ich es einfach ein bisschen chilliger haben. Ich meine, wenn es dann auch mal mehr auf Twitch werden, habe ich da auch nichts gegen. Aber ihr werdet merken, das ist schon eine ganz andere Umgebung dort. Und da merkt man auch, dass ich mich da in der Woche zumindest wesentlich wohler fühle als in einem Livestream, den ich dann auf YouTube only bringe. Das ist einfach mal so. Das ist nicht abwertend gegen meine YouTube-Zuschauer gedacht oder so. Aber es hat sich so rauskristallisiert, dass ich dort in der Woche halt etwas gediegener meine Livestreams mache. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. War nur ein kurzes Update hier. Also so ein bisschen der Nachbrenner hier oder die Nachgedanken, wie ihr es nimmt. Lest es in den Titel, wie ich den genannt habe. Und dann sehen wir uns mit einer weiteren Folge, denke ich mal, am Freitag. Sicherlich nochmal bei mir, vorm Stream, nach dem Stream, wie auch immer. Bis dahin, euer Toto, der Klärbär. Flasht.